Tryhard Plus. Was geht YouTube? Und weil es vor ein paar Tagen so gut angekommen ist, reagiere ich heute nochmal auf Barca Gameplays, meine Freunde. Herzlich willkommen zum nächsten Tag hier im Call of Duty Mai. Natürlich habt ihr mal wieder eingeschaltet und vielen Dank dafür. Wir schauen uns jetzt ein paar Live-Commentaries von Anton an, reagieren darauf. Er wird das gleich auch auf seinem Kanal hochladen. Richtig, richtig cool, Leute. Es macht mir bombastisch viel Spaß, dieses Format, weil man einfach ja, ihm auch noch ein bisschen Props geben kann für die nicen Gameplays. Und ich würde sagen, wir schalten in die Reaktionsansicht. Tja, moin, let's go. Er hat natürlich die Gameplays ausgesucht, auf die ich reagiere und ich auf die er reagiert. Und ich weiß schon, was das jetzt hier wird, aber ich liebe dieses Gameplay über alles. Vor allem die letzte Streak ist legendär. Ich weiß schon wieder vorher alles, ihr kennt es, Leute. Dieses Gameplay hat mich geweckt damals, denn ich habe, wenn ihr diese Sicht dort seht, ich habe hier geschlafen. Genau hier. Hier war mein Bett. Hier war die Wand zwischen unseren Zimmern und hier war mein Bett. Und ich habe noch geschlafen und es hat sich am Ende des Videos dann komischerweise geändert. 52, 51. Hey yo, was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen zu einem weiteren Live-Commentary. Heute ist es eigentlich mal wieder soweit, ein normales Live-Commentary. Ist jetzt schon ewig her, als ich das letzte Mal eins. Da konnte man die BRL noch mit Rotpunktvisier spielen. Er hat sogar die Obsidian Steed gehabt. Das war wieder Barca. Ich glaube, er hat in seinem Leben ein einziges Pack geöffnet in AW und hat direkt die Obsidian Steed bekommen. Und ich habe sie nie bekommen, habe sie noch nie gespielt. Ich werde natürlich versuchen, auf die Nächte zu schwitzen. Wenn es geht, auch mehrere. Das ist so mein Ziel. Er wird mehrere machen, das kann ich schon mal sagen. Oh nein, Alter, ich war schon bereit. Das ist ein scheiß Moment. Das ist immer so ein Moment, da hast du schon 50 Sekunden verloren, hattest nicht mal genug Zeit, eine Drohne zu erspielen und bist so lost. Warum unbedingt die OP-Drohne jetzt? So lustig, man hat uns damals, 2015, haben wir schon immer Kommentare, wenn wir ein Real-Life-Video mal gemacht haben. Ja, mach mal wieder COD, du hast dich voll verändert. Und wir dachten uns immer so, hä? What the fuck? Wir waren trotzdem so voll die Main-COD-Channel. Komm. Teammates, spawnen die in der Garage? Ne, ich sichere jetzt einfach mal die A-Flagge mit. Jawohl, perfekt. Noch bekommen. Barca-Lag. So Barca-Lag. Unglaublich. Feind nimmt Bravo ein. So, komm. Da ist er. Oh nein. Ah, typischer AW-Gegner. Leckerli. Okay, perfekt. Good. So. So, ich müsste jetzt eigentlich die Drohne haben. So, jawohl. Jetzt, Leute, jetzt wird's geil. Fenster. Scheiße, ich hoffe. Es gibt auch nichts, was mehr schmackhaft ist als diese Drohne. Oh, geil. Wow. Nice. Wow, wow, wow. Anton hat immer mit Paintjob gespielt, also dass das Paintball-Kugeln die Gegner fliegen. Nice, Mann, so muss das sein, ey. So, EMP raus. Boah, sind da viele Gegner, ne? Oh je. Das war's komplett? Boah, Luck gehabt, Digga. Jetzt denkt man immer noch so, was wird denn das für ein Gameplay? Der hätte sterben können übrigens. Denkt man immer noch so, ja, was wird denn das jetzt für ein Gameplay? Aber es wird richtig killer noch. Dumm, was ich gemacht habe. Jetzt erst 10er Streak. Digga, er hat sein Gameplay also so schnell erspielt. Ich sage jetzt extra nicht, was es für ein Gameplay war, weil einige wissen es vielleicht nicht. Nice. Wow. Richtig gut gespielt. So, perfekt. Oh, solche Gegner sind so lecker. Der eine campt jetzt die ganze Zeit, das weiß ich auch noch. Okay, Mann, vielleicht. Ich habe das Gameplay auch zufälligerweise vor 3 Wochen einfach so angeschaut. An der Ecke, Mann. Hier sind so voll viele freche und dreiste Spieler wieder drin. Frech, wie Anton das immer ausspricht. Frech. So einer holt dann einen kurz vor was weiß ich was. So einer holt dann einen! Wollt schon wieder campen. Nein. Schön. Den kriege ich noch, jawohl, perfekt. Okay, Leute, läuft doch jetzt schon mal ganz gut bis jetzt. Easy Kill. Ja, Digga. Oh, lecker. Was? Er sitzt wieder. Wie konnte er ihn so anschießen? An der Ecke. Jungs, was ist das für ein Frechdachs? Der Typ ist Level 3 oder so, Anton. Headshot. Er spielt System-Hack mit 2x Verlängerung. Man kann auch noch Exosuit deaktivieren spielen. Da kann die Gegner nicht mehr thrusten. Ist auch nice. Boah, Digga. Das war Alter. Gut gespielt. Hätte auch anders laufen können. Okay, jetzt ist er 2 vor oder so. Leckere Kill, da kommt einer. Nice. Oh mein Gott, die DNA. Läuft. Das war doch schon mal eine richtig coole DNA, Leute, wie ich fand. Komm, kill mich. Wie ich fand. Guck mal, wie schlecht der Gegner ist. Gebraucht, Alter. Tschüss. Geil. Ich hab noch richtig gute Laune hier. Rollendes R wie ein Sturmgewehr. Hast du gute Laune, hast du eine DNA. Gesagt, falls ihr beim nächsten Mal Bock habt auf ein M8 Live-Commentary, Black Ops 2, dann lasst schon mal. Da hat man gemerkt, er dachte aber noch nicht drüber nach, was er jetzt wirklich schafft. Ich weiß genau, dass er dachte, er macht eine Double. So, jetzt, wenn es so läuft und die Gegner so nicht zurückschießen, dann denkst du langsam über die Triple nach. Jetzt denkst du über die Triple nach. Ich muss jetzt mal mich
ein bisschen zusammenreißen, Jungs. Seht ihr, deswegen sagt er das. Das wäre echt belastend. Boah, bitte nicht, Mann. Da war eigentlich noch einer, ne? Digga, der eine. Boah, Jungs. Pre-aim. Bin schon. Oh, dieser Punisher White. Die suchen ihn langsam. Sweatet ein bisschen auf mich. Den kriege ich nicht, scheiße. Aber eigentlich mit dieser Drohne hast du einfach. Aber jetzt nice, geht er schon langsam um die Ecke, das ist schon eklig. Mein Gott, Leute. Nein, ich krieg ihn nicht. Doch, kriegst du. Nein. Oh, Digga, jetzt hunten sie ihn, aber. Da ist einer. 5 Kugeln im Magazin, Barsalak. Den holt er safe. Boah, ist das gut. Boah, weg. Jetzt ist er ganz kurz vor. Das weiß er auch. 1-2 Kills. Feindliche was? Ich kenne die ganzen Streaks auch nicht. Nice, jetzt hat er ich hab noch 2 Minuten 50. Komm, killt mich. Jetzt fängt man richtig an zu schwitzen. Kill mich. Digga, kill mich. Okay, gut, ich hab noch EMP. Leute, Alter, Mann, das war richtig nice bis jetzt, ey, läuft. So, komm, jetzt nochmal Gas geben. Er hat immer noch nicht safe an die Triple geglaubt, Leute. Dafür hat er zu wenig AB gespielt. Aber jetzt kommt's halt einfach. Gönnt euch. Ein ziemlich schneller Streak, aber es ist nicht unmöglich. Allein das jetzt. Alter, ich bin gerade so on fire. Das saved schon mal, diese erste Situation. Da hinten ist in der Ecke, den holen wir uns. Nein, Teammates. Ich brauch alle Kills jetzt, so viele wie möglich. 3 Minuten ist halt auch einfach mal nicht so einfach, wenn du das Spiel nicht so gut kennst. Weg, Mann. Stirb. Stirb. Das war so eine Situation, Leute. Und das schafft halt einfach nicht jeder. So, dass du dann, du musst halt wirklich dann abliefern, so. Ich habe auch beim letzten Reaktionsvideo so Kommentare gelesen, ja, hätte ich die Lobby gehabt, das hatten wir damals immer schon gelesen. Nein, du hättest gar nichts gemacht, Digga. Weißt du, wie viele Noob-Lobbys du brauchst, wie viele Versuche du brauchst, bis du die Triple machst zum Beispiel? Du wirst einfach scheitern, es wird immer mal eine random Situation passieren. Du kannst nicht sagen, hätte ich diese Lobby, dann würde ich alles perfekt machen, das ist einfach nicht so. Zum Himmel. Jetzt muss er richtig schwitzen. Er ist so weak immer noch. Boah, oh Digga. Mein Gott, Leute. Die spawnen dann nämlich auch. Haut er beides raus? Ne, ich hätte auch nur die Drohne. Das boah, Digga. Gegner. Oh mein Gott. Digga, jetzt. EMP raushauen, EMP raushauen. Oh Gott. Der prefired. Gnadenlos. So, jetzt hat er sich aus der Situation befreit. Einer noch. Da kann man auch geboxt werden. Weg. So, und jetzt hat er sich befreit. Jetzt kann er es ganz entspannt angehen lassen. Komm zu Papa. Nein, ich krieg die Kills nicht. Leute, ich muss pushen. 1,5 Minuten noch. Okay, alles gut, Anton. Ganz ruhig. Oh mein Gott, Alter. Jetzt ist er aufgeregt. Alte auf. Und mein Fehler war ja immer damals, bei 1,5 Minuten ist viel, viel mehr, als man denkt. Und ich habe immer dann gestört reingepusht, wenn ich skrupellos hatte. Obwohl man 15 Kills in 20 Sekunden machen kann, theoretisch. Oder in, sagen wir mal, in, realistisch gesehen 45 Sekunden. Triple-Nuklearszeiten hoch, Alter, als ich auf Triple geschwitzt habe. Seht ihr, er redet da schon von alten Zeiten. Das war 2015, er redet da von 2013. Also, viele Leute haben da so ein ganz komisches Bild im Kopf, wie das eigentlich alles war. So vom Herzfeeling. Vom Herzfeeling, Digga. Läuft. Wie er da sitzt, ne? Links von dir. Links! Oh, Digga. So nice. Jetzt bin ich wieder mit am Schwitzen, ne? Jetzt skrupellos, aber das bisschen. Jetzt muss er richtig Gas geben. Jawohl. Hätte er den Kill nicht gekriegt, hätte er es nicht geschafft. Das ist so krank. Boah, Alter, Leute, ich bin. Jetzt Drohne raus. Drohne raus, schnell. Digga, das ist heavy jetzt. Oh Gott, Alter, Mann, was ist mit mir los? Die Zeit ist nicht gut. Anton. Musste er so machen, auch wenn es riskant war. Lauf. Digga, 42 Sekunden. Jetzt 20er, oder? Jetzt 20er. Nice. Oh Gott, Digga. Uff. Nein. Oh, Digga, wäre das dieser Punisher White gewesen, hätte es anders ausgesehen. Der Typ kann eh nichts. Oh, aber schon brutal, okay. Brutal. Jetzt wusste er, jetzt, it's on, hat er sich jetzt gedacht. Ruhig. Aber jetzt musst du auch abliefern, das ist das Schwerste. Ja, da kommt aber die Musik, die zeigt so schon, dass es. Nein, es ist. Die Kill hat er nicht bekommen, 17 Sekunden. Ey, ich hätte der Typ, wäre einfach in die andere Richtung gelaufen. Nice. Boah, Digga, ist das belastend, Digga. Er hat 10 Sekunden Zeit. Ich hätte es immer noch nicht. Eins von Chippe oder so. Oh mein Gott, Digga. Ja. Und ich hab noch geschlafen. Leute, Triple Delay Life, Alter. Yes, Mann. Und ich so. Was? Er hat doch jetzt nicht in dem Spiel, in dem er kaum spielt, eine scheiß Triple gemacht. Oh mein Gott, Alter, was ist hier los? Let's go. Ich hab's nicht mehr geschafft, sie zu aktivieren, die drei.
Who's the King? Who's the King, Alter? Wie viele Likes schaffen wir, Leute, auf dieses Live? Gucken, wie viele Likes es hat. Ich hab mal geschaut, das Video hat 88.000 Likes. Das ist heftig, Digga. What the fuck? Guck mal hier, das ist jetzt 2015 und die Leute schreiben schon sowas. Alter, was ist mit COD? Mach wieder Live-Commentaries. Was ist mit COD, Junge? Kennst du noch das Spiel, was dich überhaupt so weit... Das haben die schon 2015. Das war sogar vor CLOS 1. Da war COD noch absolut unser Leben. Das ist so dumm. Die Leute, das ist so eigentlich so undankbar, ne? Diese Dreckskommentare. Ohne Witz, mach mich jetzt sogar sauer. 2018. ...gebracht hat? Schade, dass kein COD mehr kommt. Will den alten Bart. Guck, das hat man damals schon gesagt. What the fuck? Hey Anton, könntest du einen Black Ops 2 Live-Commentary machen, wo du auf Chippe Nuklear gehst? Das war einfach vor unserer alten Haustür. Ich würde auf jeden Fall sehr mitschwitzen. Nein, bitte, bitte beam dich nicht. Let's go. Oh nein. Oh Gott. Boah, das Treppenhaus, Digga. Die alte Wohnung. Das hat Red, glaube ich, gefilmt, oder? Ja, das hat hundertprozentig Red gefilmt. Oder er selbst. Mit den Schuhen, Alter, das war Red. Jo, was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren Live-Commentary. Oh, das Live-Commentary. Auf meinem Kanal. Ich spiele heute mal Herrschaft 6 gegen 6 zusammen mit dem Icefight auf Slums. Ja, moin. Ah, da war Icefight dabei. Krass. So, ich bin auch direkt gestorben vom Zielsucher-Spasti. Nice. Heißt Mr. Nobody. Jetzt pass mal auf, wie er gleich so, raped. Auf jeden Fall spiel ich hier mit und das ist Zwei-Mann-Party. Das ist eigentlich selten. Schönen, annen, richtiges Oldschool-Live-Commentary. So muss das sein. Ich werde jetzt so normal mit Ice gezockt. Und dann war die Lobby so und dann dachte er sich, scheiße, ich muss aufnehmen. Hier Non-Lethals, mal gucken, was ich so alles... Boah, ich erinnere mich gar nicht mehr so genau an das Video. Deswegen freue ich mich gerade voll. Mit Marcel seinem Account spielen, weil meine Playstation ist leider kaputt gegangen. Ach ja, ich spiele mit meinem Account. Ist alles außer Black Ops 2. Ach, Black Ops 2 ist auch geil, Mann. Aber ich glaube, du hast mir einen Arsch. Wenn Anton zockt, dann macht eh alles Spaß anzugucken. Ist einfach so. Ja, ich habe Orbi, einer kämpft da noch in der Ecke. Let's go, baby. Jawohl, hab ich. Nice, komm, du jetzt. Eskalieren. Die Lobby ist richtig heftig. Ja. Die bockt schon. Aber die Lobby ist nicht ultra heftig. Es gibt ultra heftig und heftig. Saftig, ich liebe das, wenn man immer hier so hin und her läuft. Oh, der leckt einfach auf einmal. Jetzt dieser Spawn, Digga. Da habe ich auch meine Triple gemacht. Oh. Diesem Spawn. Das ist halt immer Spawn, belastend. Jedes Mal weil dieser Spawn da gerade, das war so belastend. Und jetzt kann hinter ihm hätte direkt auch einer spawnen können. Aber er hat den Spawn geflippt. Das ging bei mir damals im Multi nicht. Ist einer, der mit der QBW oder wie die heißt, spielt. Nice. Oh, ich will jetzt nicht dumm sterben, ich gehe lieber jetzt auf die Safe. Gunfights. So, den holen wir uns. Ah, Mann, ey. Ich habe das Gameplay erst einmal gesehen oder so. Crazy. Drops General, Digga. Nice, unaktiviert. Da hätte ich schon eine Panikattacke. Fast geholt hätte, ne? Let's go, baby. Ja, das muss ein... Oh mein Gott, aufpassen. Einer ist richtig gefährlich. Ja, da war er schon im Barca-Modus. Das sieht man direkt. Ah, das ist einer von den beiden, ist dieser Drops General. Wenn es, das war der, jetzt kann er die anderen beiden da easy abräumen, das weiß er auch. Wie er pre-fired und oh, ich muss auch brutal, Digga. Tschüss. Oh, Alter. Digga, das. Ich liege hier wie so eine Nacktschnecke, ne? Ich wurde gestunt. What the fuck? Semtex? Ja. Belasten, Digga. Der andere lebt noch, belasten. Das andere ist Noob. Ich bin eins von Nuklear, ich gehe auf den Safe Kill von der Seite. Oh Gott. Digga, Anton. Oh, okay, ich hab. Wenn du jetzt wieder von Nuklear gestorben wärst, ne? Okay, Nuklear ist am Start. Das wäre belastend gewesen, Mann. Krass, ich Digga. Versuch, Orbi jetzt schon machen, Nuklear, ne? Mann. Das heißt, er muss fast alle Kills gemacht haben in 6 gegen 6. Ich verkackt das richtig hart. Nein, nein, ich sterbe eins vor Orbi. Bro, Bro, eins vor Orbi. Versuch du klar zu machen. Oh! Der Sprung hat mich sowas von gerettet gerade. Und dieser Drops General will ja nicht rausgehen, ne? weil er mich abfacken wollte, weil er denkt, ich bin das. So lächerlich. Nice. Ich müsste eigentlich sauer sein auf ihn. Oh. Glück gehabt. Digga, was? Wieso ist der noch da? Boah, Digga, let's go, Alter, Barca. Movement, alles am Start gerade. Er spielt gerade wirklich krank gut, ne? Kannst du bitte zu B kommen oder die Gegner abfangen, wenn sie zu B rennen wollen? Ja, ich bin tot. Das war's komplett. Der KSG fuckt mich hier richtig. Sauber, Digga. Ich hau noch raus. Nice. Ich würde EMP Let's raushauen, go, man. Die ganze muss Zeit. Muss richtig safe spielen. Er disrespectet diesen Drops General im Übrigen damit, dass er EMP nicht raushaut. Normalerweise haut man gegen solche raus, aber er denkt sich so,
Nee, brauche ich nicht. Dieser Jobs General, er macht mir so Angst, nur wegen seinem Gamertag. Ich, wirklich, hab so Angst vor ihm. Mal klar, dass er auch mal anspricht. Einer von denen ist dieser Jobs General, der ist es. Oh mein Gott, Eis, Eis, Eis. Boah, Digga. Bist du auf der zweiten Streak? Ja, ich hab grad übelst Luck gehabt, Mann. Jetzt sterben, ich würde so ausfüllen. Der eine spielt eine, alle Shotguns einfach. Wie, alle Shotguns? Skrupellos. Sag sowas nicht, Digga. Du musst sagen, die Gegner sind schlecht. Digga, die Gegner sind richtig scheiße. Die machst jetzt voll fertig, Orbi, Alter. Sich geline-upt haben. Ich hab Orbi, 17er Streak. Guckt euch das an, Leute. Er hat schon 48 Kills, Digga. Und die Gegner sind nicht... Guck mal, die Lobby. Digga, das ist kein Lobby, wo man dieser nach Triple aussieht eigentlich. Oh. Sauber, Digga. MP, sehr gut. So, ganz, ganz safe jetzt spielen. Die MP hat ihn so gefickt. Einer ist der AFK, Digga. Digga, wie die zweite Halbzeit allein anfängt. Nobody. Shotgun Mitte. Ich hab Double. Nice, nice, nice. Digga, heftig, Digga. Digga, du hast genug Zeit, geh auf Triple. Ja, ja, Digga, ich muss Orbi klar machen. Das ist ganz wichtig jetzt. Hinter dir. Digga, wie er gerade spielt, ne, ist gestört gut. Ehrlich, gestört. Digga, ich brauch zu lange für ein Orbi. Nein, er holt mich, egal, scheiß drauf. 3 Minuten 40, Leute, drück mir die Daumen, Mann. Digga, oh das Gameplay ist ja so geil, Digga. Das ist ja vom Aim her das Beste, was ich je gesehen habe. Er sagt, er veraimt. Er sagt, er veraimt. Eine Kugel nicht getroffen. Digga, ich sweat ja richtig mit, ne? Ja. Ich glaub dir, Digga. Markus, hättest du auch mal ein Orbi spielen können, Alter. Soll ich mir cappen? Nein, nein, nicht cappen. Nicht cappen. Doch, cappen wäre schlau gewesen. Ruhig, ruhig, ruhig. Da kommt noch einer. Da kommt andere Treppe. Das ist so eklig. Jetzt, guck mal, was macht der Typ? Er sitzt da jetzt nicht wirklich. Warte, ich brauch. Oh, wie, let's go. Digga, Anton ist so gut, das ist nicht mehr lustig. Hinter dir. Let's go! Hau MP raus, sauber. Boah, Digga. Wie gut er spielt, das ist nicht mehr lustig, ehrlich. Nein! Oh mein Gott. Warte, warte, warte. Okay, ich muss mich beruhigen, Anton. Digga, die Musik allein schon. Skrupellos, Digga. Wie schnell! Mein Gott. Jetzt hätte er weggehen müssen. Digga. Was ist das für eine Streak? Ganz ruhig, ganz ruhig. Warte, ich hab 2 Minuten, Digga. Zwei Minuten. Das schaffst du locker. Er stirbt jetzt. Aber warum? Nein. Aber auch wie, Digga. Du hast ihm 100er Prezi gegeben. Das gibt's nicht. Digga. Ich hab perfekt ge... Oh, ist das belastend, Digga. Okay, ja, los. Und jetzt pass auf, es war nicht vorbei. Guck mal, wie er jetzt spielt. Ist das gerade wirklich passiert? Fuck. Digga, das war so lächerlich, der Tod. Das war der lächerlichste Tod überhaupt. Eis. Ich... Jetzt pass auf, wie er jetzt wieder spielt, das ist so gestört. Oder so. Quadfeed. Wie schnell jetzt in den Barca-Modus zurückkommen. Fuck, Digga. Just say. Ich hol den einen mit 100er Prezi, ne? Schieß den anderen an mit 100er Prezi. Ich hab nicht mal veraimt, Digga, weißt du, das war nicht mal meine Schuld. Er verdaut noch, dass er den anderen fällt, während er noch auf die Brave. Nein, eine Zielsuche. Oh, fuck, Alter. Wow, Digga, wieder Orbi. Ich hab wieder Orbi. Nein. Er macht jetzt, glaube ich, noch eine 20er. Also 4 20er. Das wäre die einzige Quad-Nuklear in der 2-Mann-Party aller Zeiten. Ich bin so in diesem Gameplay-Flow. Es ist. Ich bin gerade wie so eine Maschine. Alles ist automatisch. Digga, oh mein Gott! Ich bin wieder skrupellos. Skrupellos. Als ob. Digga, ich kann's auch nicht glauben. Wie gut spielt er? 46 Sekunden Zeit. Lass mir alle Kills. Ja, lass ja, alle ja, lass dich. Nein, Alter, ja. Er hat 20er gehabt. Es war zu viel des Guten, es war zu viel des Guten. Ich hätte es aber nicht mehr geschafft. Ne? Ich hatte wieder unnachgiebig. Digga, du hättest einen Quad machen können, ne? Ich bin kurz zum Nervenzusammenbruch. Fuck, Digga. Leute, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich hab 112 Kills auf Slums, 6 gegen 6. Digga, das ist krank. I'm done. Oh mein Gott. Fuck, Alter.
Boah, Leute, das war gerade richtig intensiv. Auf jeden Fall Like auf das Video lassen und Anton sein Video abchecken später. Ich bin erstmal raus für heute. Haut rein, bis dann und ciao.